Den beiden Buben ist anscheinend nicht mehr zu helfen. Es ist so super voll krass tragic. Heute ist der letzte warme Tag. Dann nie wieder. Ist dem so. Dann ist es nie wieder warm. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in dieser Folge ReWorld. Gut, ich gehe dann mal ein, oder? Hol mir was zu essen. Ja, und dann das mal. Laber. Ich bin begeistert. Ja, du laberst wirklich immer in einer Tour. Ich bin so begeistert. Boah, ist das schön. Boah, ist das. Alter, warum macht mich das gerade so glücklich? Das ist ja unglaublich, wie schön das ist. Dieses Wasser ist so. Erfreue dich der hübschen. Das Wasser macht mich gerade fertig. Das macht dich fertig. Ja, aber, oh mein Gott, das Raytracing. Was? Naja, mehr oder weniger. Du wirst es sehen. Es ist wirklich schön. Werde ich das, ja. Boah, ich habe mich jetzt mehrere Wochen nie beim Kochen geschnitten. Und jetzt habe ich mich die letzten 2 Tage zweimal geschnitten. Du bist so ein Profi, Bert. Ja, aber so nicht so tief reingeschnitten, sondern so nur so an die Oberfläche, aber so weit, dass es weh tut. Und das ist so nervig. Oh, nee. Es ist so nervig. Du sollst doch sowas nicht machen. Und ich sag dir auch, der Netter ist schön. Auch wenn man nicht viel sieht, aber er ist schön. Ach so. Ist doch optimal. Optimus Prime. Genau. Hast du jemals in Star Wars? Alter, was ist denn heute los? Ich hab gerade noch nie einen Transformer-Film gesehen. Ich hab aber ein Transformers Wii-Spiel gespielt mal. Ein Transformers Wii-Spiel? Kumpel und ich, der hatte das Game und wir haben uns da gegenseitig als Transformers verkloppt. Mit Remote-Bewegungssteuerung. Das heißt, cool. Ich habe die Remote geschüttelt und dann hat mein Bumblebee durch die hart zugeboxt. Ja. Das ist, was passiert ist, Tom. Oh, mein Bumblebee macht auch manchmal ganz wilde Sachen. Richtig. Auch das Lightning! Was ist mit dem Lightning los? Du wirst es sehen. Enormer Großartigkeit. Martin, erzähl, wie ist Starfield? Ah, ich find's geil. Ich mag's. Martin hat Starfield bekommen, weil er Geburtstag hatte. Ja, das ist völlig korrekt. Und ich mag Starfield, denn also ich habe jetzt fast 10 Stunden seit Sonntag gesammelt. Was manch einer würde sagen, das ist nicht so viel, das ist für mich viel. Ja, doch, ich glaube, für dich ist das echt viel. Aber es ist halt Weltraum Skyrim. Ich mag Skyrim super gerne. Ich mag auch das Weltraumthema super gerne. Ich find's cool, dass ich Planeten bereisen kann. Dass ich Raumschiffe fliegen kann. Es ist einfach, ich bin sehr begeistert. Ja, ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mir das gefallen würde. Aber irgendwie kann ich nicht die Motivation aufbringen, zurzeit 60 Euro dafür auszugeben. Oder so. Ist ja Vollpreis, ne? Geh ich mal. Ja, schon. Das wäre, weißt du, wann das impressive gewesen wäre, wenn du das wirklich als Servernachricht abgesetzt hättest. Ah, stimmt. hätte ich das mal gemacht, ja. Das ist doch mal ein Videotitel wert. Der dann wie heißt? Ja, genau so. Ach so. Ach so, ja doch, das ist eigentlich ganz gut. So, ja, hier Cookpotjob, Bockjob, Cookpotjob, Cookpotjob, Cookpotjobu. Oh, Alter. So. Profis am Werk. So ist es. Also, jetzt bin ich hier. Ein paar Jürgens ablegen. Jürgen. Solange du deinen Jürgen nicht wirkst, ist alles gut. Boah, nee. Jürgen. Sein Jürgen würgen. Ja. Oh, ist das dumm. Genau. Oh, ich finde das gut, wie ernst wir auch sind, Gott. Ja, schon, oder? Ja. Wir führen hier völlig erwachsene Gespräche. Das ist offensichtlich äußerst produktiv. Ja, wir sind erwachsen. Von dem her sind es Erwachsenengespräche. Erwachsenengespräche. Ja. Gut. Netherite Farm. Finde ich da auch Lava? Ach so, wo Darius seine Ausgrabungsstätte hat, ja, weiß ich nicht, wo du dann aber findest. Vielleicht schon. Wir werden sehen. Oh, Alter, Glowstone, das leuchtet aber.
Ja. Tom, mit den revolutionären Erkenntnissen, dass das Material, das Leuchtstein heißt, leuchtet. Ich hätte es nicht erwartet. Boah. Okay, es geht... Ganz schön beeindruckend klug. Ja, schon, oder? Es geht sehr weit runter. Es geht bis ganz runter. Ah, dann bin ich ja... Das ist ja perfekt mit der Lava hier. Ja, weiß ich nicht. Fast perfekt. Bist du dann unter der Erde? So. Nee, ich bin nicht. Und, nee, also, ich. Nee, nee, alles gut. Ich bin hier direkt bei so. Bei. Ne, bei der Lava-Ebene quasi, bei diesem See. Ach so. Ach so? Ja, dann. Was beschwerst du dich dann überhaupt? Nein! Oh Mann! Ich hab gerade effektiv ein paar Lava-Eimer in die Lava geworfen. Wieso? So. Ja, weiß ich doch auch nicht. Wegen deiner tollen Linkshänder-Steuerung bestimmt. Nee, weil ich doof bin. Ach so. Also, das eine das ich vielleicht jetzt, würde sagen. Das hast jetzt du gesagt. So. Keiner gemerkt? Jetzt reden sie mich nicht mit einer Morde an. Reden sie mich nicht mit einer Morde an. Das ist eigentlich auch was das Soundboard mal vertragen würde. Ja, dann. Naja. Oh. Okay, hoffentlich reicht das. Auch wenn ich effektiv gerade 5 oder 6 Lava einmal weggeschmissen habe. Hau ab! Oh Gott. Google Gott. Sicherheitshinweis. Was? Tom. Ihr Fragezeichen ist voller Viren. Was mache ich denn da? Ja. Schreib zurück, Reply. Schade, du Hurensohn. Oh Gott. Das habe ich mal, also ich habe auch mal so eine Spam-Nachricht bekommen, à la, hallo Papa, ich habe mein Handy verloren. So. Habe ich zurückgeschrieben, ja, schade, du Hurensohn. Dann kam irgendwie nichts mehr. Du hast erstmal deine Frau beleidigt, hallo? Genau, von dem fiktiven Kind, die Mutter. Ja. Das geht ja gar nicht. Geht ja voll. Siehst du, wie das geht? Ich überlege gerade, ob es irgendeine berühmte Person gibt, die sehr weit gegangen ist. Die was? Die sehr weit gegangen ist. Die? Tom, jetzt bist du zu weit gegangen. Sehr weit ging? Sehr weit gegangen ist? Präteritum? Perfekt? Weiß ich nicht. Irgendwie so. Ach so, irgendwie so. Gandhi, nee. Gandhi, nee. Gandhi. Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Es ist so cursed, ich lieb's. Tom, du machst mich fertig. Ja, ich weiß. Gandhi. Junge. Da muss man aber auch schon mal gucken. Also, oh Mann, diese ganze Scheißarbeit hier. Ach komm. Wohin? Tu doch mal nicht so. Es ist ja. Da fehlen die Worte. Es ist ja. Wie läuft's im Beruf? In der Schule, meine ich. Boah, ja, also... Weiß ich nicht. Okay, so gut. Das muss ich alles noch zeigen. Ich habe ja quasi noch keine Noten jetzt. Also. So von dem her. Mal schauen. Aber du kannst dem Unterricht folgen. Das auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Ich bin, glaube ich, 1, 2, 3 Mal kurz eingenickt. Ah! War so spannend. Richtig. Also ich will jetzt nur so viel sagen, dass das Fach BWR ein absolut unfassbar spannendes Schulfach ist. Oh Gott. Das mich so brennend interessiert, dass ich es kaum erwarten kann, dass die nächste Stunde losgeht. Okay. Ja.
Ich liebe es einfach zu erfahren, wie Unternehmen ihr Geld zu zählen haben. Das ist so interessant. Oh Gott. Ja. Also... Wie dem auch sei, ja. Ich meine, wenn du selber mal großer Unternehmer wirst... Genau. Dann weiß ich das auch nicht mehr, muss mich auch nochmal neu einlesen. Aber dann habe ich es zumindest schon mal gehört. Mit deiner Zirkelfrex GmbH? Die Zirkelfrex GmbH, das ist natürlich durchaus richtig. Ja. Alle 7,5 Minuten. Genau, ich glaube, das geht sich aus. Geht sich das aus? Was? Das wäre jetzt cool, wenn das sich das jetzt wirklich aus... Ja! Perfekt, die Decke ist wieder komplett. Ach so. Sehr gut. Tom, das hast du gut gemacht. Vielen Dank. Kriegt er jetzt ein Sternchen ins Heft? Bestimmt mindestens. Okay. Auch mindestens? Gibt da noch mehr? Ja, also weiß ich nicht. Was du da machst. Mein Gott, sind wir wieder albern. Ah, enorm, enorm. Das ist alles nicht feierlich. So, hier sind noch drei Labereimer. Soll ich dich töten? Also bevorzugterweise nicht. Ah, oh, okay. Ja. Aber gut, dass du es respektierst. Was ist denn eigentlich los mit uns? Weiß ich nicht, was los ist. Okay. Jetzt habe ich das. Ja, eigentlich wollte ich da noch die Strecke zwischen den zwei Netherportalen sichern. Sagen wir mal so. Ach, stimmt, stimmt. Mit Slaps. Slapieren. Slapieren. Jetzt haben wir auch viel Holz. Das ist richtig. Wir haben viel Holz, in der Tat. Wir haben unbegrenzt viel Holz jetzt. Der einzige Faktor, der jetzt noch Holz noch im Wege steht, ist Zeit. Aber in welchem Verhältnis steht Holz zu Zeit? In keinem großen. Weil der Zeitaufwand auch relativ gering ist, um vergleichsweise große Quantitäten von Holz zu erhalten. Okay. Ja. Außerdem ist schon ewig viel vorproduziert, quasi. Könnte man da die Marge nicht verbessern? Man könnte. Es gäbe eine Version von der Farm, die einfach quasi ein Dual-Core ist. Ich wollte auch gerade einfach nur Marge sagen. zu viel Simpsons geschaut, oder was? Nee, zu viel in der Wirtschaft. Weil da gibt's doch auch die Marge Simpsons. Danke fürs Zusehen. Nein. Ja, erstmal raus hier. Okay. Tom ist kaputt. Tom ist kaputt. Ja. Das ist doch auch so ein Wirtschaftsbegriff, Marge. Ja, schon. Ach Gott. Ist es auch. Hier ist warm. Heute ist wieder warm. So wie das BIP. Was macht ein. Was macht ein VWLer, wenn ihm kalt ist? Er bippert, genau. Ja. Ja, ich resigniere ja selber schon. Das ist alles furchtbar. Nein. Nicht furchtbar. Alter, Mann, mir ist viel zu warm, ich scheiße hin. Das ist dann dein Problem, Tom. Heute ist der letzte warme Tag. Glaube ich. Dann nie wieder. Ist dem so. Dann ist es nie wieder warm. Ist nie wieder warm. Dann was ist los? Ich weiß, ich bin so albern jetzt. Sehr verehrte Community, ich glaube, der Turm ist ein bisschen kaputt. Ich persifliere. Er persifliert. Ist es nicht schön? Nein. Psst. Gut, ich blau. Ja, Tom. Ich blau. Ey, das ist ja so. Oh, so eine Folge einfach schon lange nicht mehr. Es ist super. Das ist möglicherweise korrekt. Ich finde also, aber alles gut, was hier gerade passiert, nur um das mal anzumerken. Ich auch. Es gibt eine Reihe von so albernen Folgen, wo... Stimmt. Ich glaube, da war auch ich so albern, aber es gibt auch Folgen, wo... Wer war denn noch albern? Ja, es gibt auch die Markus-Folge zum Beispiel. Ah ja, stimmt, die Markus.